Ja, hallo und willkommen zu einem zweiten Video von Stormfall, Saga of Survival, dem zweiteinfachsten Gebiet, was ich euch heute mal zeigen will. Was wir da brauchen, was wir da finden, was für Gegner es gibt. Ja, ich bin ähnlich gekleidet wie beim ersten Mal. Mit nichts, aber ich habe noch den Knüppel dabei und ich habe noch diese angefangene Schleuder dabei, habe mir dafür noch eine neue gebaut, weil die nicht reichen wird. Und die Axt und die Hacke habe ich auch noch dabei, damit wir nachher ernten können, was es so zu ernten gibt. Und wir steigen gleich mal ein. Das ist der Felskamm, wie ihr unten seht. Und der ist für eine ganze Stunde da. Heißt, ihr könnt nach Hause laufen und zurück, so oft ihr wollt, solange ihr in diesem Countdown bleibt quasi. Okay, los geht's. Ist nicht viel schwieriger wie der Pine Grove, den wir beim ersten Mal hatten. Das einfachste Gebiet von allen. So, da gucken wir mal. Wir schleichen uns ran und sehen einen verfluchten Frosch. Ist nichts anderes wie der normale Frosch. Nur, dass er verflucht ist und ein bisschen mehr Schaden macht, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Mit der Schleuder tut er euch natürlich nichts. Dann haben wir hier ein junges Wildschwein. Das locke ich auch mit der Schleuder an. Und gebe ihm noch einmal einen Knüppel oben drauf. Auch das reicht für ihn. Hier nehmen wir wieder mit. Einmal das Fischfett und einmal die Pelze, weil wir die immer wieder brauchen werden. Also mitnehmen. Da kommt eine Spinne. Die verflucht euch in jedem Fall. Seht ihr oben an dem Auge. Neben eurem Durst und eurem Hunger. 4 Fluchpunkte hat sie mir versetzt. Die kann ich auch mal wieder mitnehmen, glaube ich. Da habe ich auch schon welche verbraucht. Da braucht ihr euch aber keine Sorgen machen. Da gibt es ja, da haben wir noch eine Spinne. Die nehmen wir auch gleich mit. Jawohl. 2-mal mit der Schleuder und erledigt ist das Teil. So, wenn jetzt noch eine kommt. Ich muss jetzt mal gucken, was hier noch so rumfliegt. Sonst habe ich nämlich gleich noch den Knüppel, ein Wildschwein. Das ist in Ordnung. Den locken wir an und wieder mit dem Knüppel hinterher. Und wieder einsammeln, was es einzusammeln gibt. So wie im ersten Video auch. Ich töte erstmal alles, gucke in die Kisten. Eine Schriftrolle. Was haben wir hier? Ein Ruder. Ist ein bisschen stärker wie die Keule, die ich jetzt dabei habe. Ich könnte mir jetzt hier die Rüstung anziehen. Das heißt, die Rüstung, diese Kapuze. Damit ich mehr Rüstung habe, brauche ich aber in dem Gebiet nicht. Deswegen packe ich sie ein. Und die Schriftrolle. Knüppelschriftrolle 2. Die werde ich auch nicht studieren, weil die sammle ich, wenn wir im Orden das Event für die XP haben. Da gibt es nämlich jede Menge XP für. Und dann sammle ich die alle ein. Oder studiere die alle in dem Fall. Hoppala. Meine Schleuder, die brauche ich schon. So, wen haben wir hier? Noch ein Wildschwein. Das braucht schon 2 Schläge, das große Wildschwein. Ist aber auch nicht weiter wild. Auch ohne Heilung bin ich hier, wie ihr gesehen habt. Weil die braucht ihr hier halt eben auch nicht. Das war ein kleines Wildschwein, das braucht nur einen Klaps hinterher. So, weiter geht die Reise. Nochmal ein Frosch. Und dann haben wir hier eigentlich auch schon wieder die Gegner aufgezählt, würde ich mal sagen. Käsetücher brauche ich nicht. Da haben wir noch einen Frosch. Immer ein Stück weglaufen, damit der euch nicht anspucken kann. Und alles ist gut. Hirsch hat manchmal Fleisch dabei. Schauen wir mal. Nee, diesmal nicht. Hier sind ein paar Bärchen, die können wir zwischendurch schon mal sammeln. Falls wir uns doch ein bisschen heilen müssen, was ich aber nicht glaube. So, dann haben wir hier noch jemanden. Nochmal einen normalen Frosch. Der ist ja nur gar kein Problem. Ich sollte eigentlich die Bären aufsammeln. Ach, der hat die nicht. Nee, die brauche ich nicht. Also ihr solltet schon, ganz am Anfang solltet ihr natürlich schon ein bisschen was mitnehmen, damit ihr, hoppala. Das ist schief gegangen. Wer kommt da? Ach, das ist der Hirsch. Da
Den nehmen wir natürlich auch mit. Der hat Fleisch dabei. Sehr gut. So, was war hier jetzt? Ach, die brauche ich nicht. Da habe ich ein paar von. Die braucht ihr aber nachher im weiteren Verlauf, glaube ich, auch nicht mehr so dringend. Hier haben wir nochmal ein großes Wildschwein. Na komm. Ihr seht schon, ein bisschen mehr werdet ihr hier schon getroffen wie im Pine Grove. Aber es hält sich noch in Grenzen. Es geht noch ohne Klamotten und mit dem ganz einfachen Knüppel. So, was finden wir hier noch Schönes? Nochmal eine Notiz, die man lesen kann oder auch nicht. Das hier ist geweihtes Wasser, seht ihr schon? Heilt euren Durst um 15 und würde eure Fluchpunkte minus 72 heilen. Ich habe momentan 7 Fluchpunkte, wie ihr oben seht. Deswegen wird das auch für schwierigere Zeiten zurückgenommen. Ach, das ist ein kleines Wildschwein, das nehmen wir. Was hast du Schönes bei? Fleisch ist immer gut. So, da haben wir auch mal ein junges Wildschwein. Der hat uns gar nicht getroffen. Das ist natürlich praktisch. Noch ein Hirsch. Wer versteckt sich da noch? Noch ein Frosch. Wow. Sagt er. Jawohl, nochmal Fleisch. Fleisch würde ich auch immer mitnehmen. Ist immer eine gute Heilungschance, wenn ihr das zu Hause verarbeitet. Da ist noch eine Spinne. Hast du noch so eine? Jawohl, gib mal her. Ja, und dann war es das auch schon wieder, wie mir scheint, mit den Gegnern. Dann suche ich mir jetzt nochmal eine Kiste, um alles abzulegen. Gucken wir uns gleich nochmal an, was ich alles gefunden habe. Wo war denn hier die erste Kiste? Schon wieder vergessen. Da ist sie. So, 5 Fleisch haben wir gefunden. Wir haben Tierfett gefunden, würde ich immer mitnehmen. Die Pelze würde ich auch in jedem Fall immer mitnehmen. Spinnengift, ja, habe ich auch wieder so 100 Stück zu Hause, sage ich mal. Das reicht, dicke. Die Schriftrolle wird fürs Event aufbewahrt. Hier haben wir noch was zum Kämpfen. Das kann ich ja mal hier lassen. Und was zum Anziehen nehme ich auch mit nach Hause. Verrostetes Eisen würde ich auf jeden Fall am Anfang erstmal mitnehmen. Und wenn ihr sowas findet, ist natürlich immer vorteilhaft, würde ich auch mitnehmen. Okay, ich gehe hier kurze Ressourcen sammeln und melde mich dann wieder bei euch, um euch zu zeigen, was es denn so Schönes zu sammeln gab. So, da bin ich wieder. Es gibt nichts mehr einzusammeln. Ich musste mir eine neue Spitzhacke bauen, aber ansonsten alles gut. So, was haben wir hier? Ja, also, 25 Steine habe ich hier gefunden. Dann habe ich hier Rübensamen, den könnt ihr am Beet zu Rüben anbauen. Die Steine natürlich für Steinblöcke zum Herstellen zum Beispiel. Oder wenn ihr halt neue Werkstätten bauen müsst. Holz würde ich immer mitnehmen, braucht ihr immer für die Werkstätten und zum Veredeln auch für die Holzbretter. Gräser habe ich im letzten Video schon gesagt, würde ich auch immer mitnehmen, brauchen wir ganz viele von. Hier unten Eisenerz würde ich auch immer mitnehmen. Gibt es nicht so viel in den Gebieten. Lehm. Ja, Lehm braucht ihr eigentlich nicht so viel. Es sei denn, ich glaube, ihr braucht es auf jeden Fall für die Wände und Böden, wenn ihr die auflevelt. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wozu es Lehm noch zu gebrauchen gäbe. Ein paar Bärchen hat sie jetzt gefuttert, weil beim Farmen werden wir ja hungrig, habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt. Ja, das wäre es in diesem Gebiet. Und dann nehmen wir den Rest auch noch mit. Oh, kriegen wir nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Dann werde ich die Bärchen noch aufessen. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch zweimal in dieses Gebiet gehen. Ist auch gar kein Problem. Ja, das war's. Eigentlich schon zum Thema Felskamm. Das zweitleichteste Gebiet in diesem Spiel. Ich muss mal schauen, wie weit wir jetzt weitermachen. Es gibt hier unten den Wald, denke ich mal, der wird als nächstes kommen. Es gibt hier den Felskamm zum Beispiel, den gibt es auch zweimal, hier oben nochmal. Ja. Bis dahin bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit
und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.